Sie wollen wissen, was in Harrys Buch steht, den Schmöker aber nicht selber lesen. Bild übernimmt das für sie und liest die pikantesten Stellen des schon jetzt legendären und skandalösen royalen Werkes vor. Auch über seine wilden Jugendjahre schreibt der Prinz schonungslos offen, gibt vor aller Welt seinen Drogenkonsum zu, den er vor Jahren noch abstreitet. Natürlich hatte ich zu jener Zeit doch Kokain konsumiert. Völlig offen plaudert Harry auch aus seiner Soldatenzeit, behauptet in seinem Buch, 25 Taliban getötet zu haben. In der Hitze und im Nebel des Gefechts zählten diese 25 für mich nicht als Menschen. Also erstmal, das zu teilen war natürlich nicht so eine gute Idee, denn jetzt ist er gefährdet. Es gibt da lauter Talibans, das haben wir ja gelesen, Bild hat darüber auch berichtet, die jetzt Rache nehmen wollen an Prinz Harry und ihm auflauern. Das heißt, er hat dadurch jetzt größere Kosten verursacht. Der Steuerzahler ist der Dumme.